Hallo Leute und willkommen zu einem neuen kommentierten Gefecht. Und nachdem wir uns das letzte Mal Italien angeschaut haben, schauen wir uns heute die britische Luftwaffe bzw. Großbritannien im Allgemeinen ein bisschen an. Dafür haben wir mal wieder ein 4er FFA von dem guten Eike. Das Replay wurde auf unserem Discord erspielt, wo Eike übrigens auch Rouge Mod ist inzwischen. Das bedeutet, ihr könnt euch bei Fragen an Ich bin es nur wenden oder auch wenn ihr mitmachen wollt. Aber gut, wir haben ein 4er FFA, die anderen Nationen, Italien, darüber haben wir letztes Mal sehr ausführlich gesprochen. Frankreich, darüber will ich unbedingt mal noch ein Video machen und Deutschland sowieso, wobei ich da vermutlich noch die eine oder andere Runde spielen werde. Ich habe mir nämlich über einen längeren Zeitraum mal abgewöhnt, Deutschland zu spielen, weil es so ein bisschen klischeehaft ist. Natürlich spielt man Deutschland und fand dann irgendwann Deutschland auch gar nicht mehr so gut, weil andere Nationen immer ihre Stärken haben, während Deutschland so ein bisschen auch eher Richtung Allrounder geht. Aber so die letzten Runden habe ich bemerkt, dass ich mit Deutschland, vor allem in kritischen Situationen, eigentlich am ehesten gut auskomme. Das bedeutet, da wird auf jeden Fall ein Video kommen. Großbritannien dagegen ist so eine Sache. Vor allem, wenn man das alleine spielt, finde ich, ist Großbritannien eine Nation, die wirklich schwierig ist. Ich spiele häufig an der Flanke und daher bin ich dann, also wenn wir 4 vs 4 spielen zum Beispiel, bin ich immer nicht ganz so froh um Großbritannien. Jetzt, wenn wir ein 3 vs 3 spielen oder so, da schon wieder eher. Ich werde jetzt im Laufe des Videos so ein bisschen drauf eingehen, was so die Stärken und Schwächen Großbritanniens sind. Vielleicht mal kurz in Relation zu den Nationen hier, also gegen Italien, oh, das ist so eine eklige Kombination. Da die KOM 13 ziemlich schnell sind, können sie den Großbritannien-Spieler quasi direkt rausnehmen. Dazu hält ein KOM 13 mehr als eine Bombe von einem Hurricane aus und theoretisch kann er auch noch ausweichen. Also das macht halt einen Italien-Rush gegen Großbritannien auch aufgrund von, ich sag mal, Bugs wirklich schwierig. Also es ist so, manchmal kann man das auch gar nicht kontern, wenn man da alleine gegen einen Italiener steht auf einer Map, die auch nur, die, ich sag mal, klein genug ist. Aber ansonsten so ein paar allgemeine Informationen zu Großbritannien. Dadurch, dass sie Alliierte sind, haben sie schlechte Infanterie, also 20-20 von den Werten her. Zum Vergleich, die Achseninfanterie hat 40 und schwere Infanterie hat im Allgemeinen 80, außer, ich glaube, Quadias und ein paar Eliteeinheiten, die haben 100. Das bedeutet, mit 20 kommt man nicht sonderlich weit. Allerdings hat man ja Elite-Fallschirmjäger, die müssten 80 haben. Und die kosten nur dreimal so viel, sind aber viermal besser. Also es lohnt sich tatsächlich aus Großbritannien, Fallschirmjäger überall in die Lande zu schicken, anstatt normale Infanterie zu bauen. Der einzige Grund, weswegen man eine Kaserne bauen könnte, wären die Vickers. Das sind sehr, sehr leichte Panzer mit 38 km/h. Ja, ich habe diesmal meine Hausaufgaben gemacht. Und die sind ganz nett, um feindliche Infanterie auszuschalten. Also gerade wenn ihr irgendwie einen Russen gegen euch habt und der kommt dann mit Infanterie und KVs, dann ist die Kombination aus Vickers und Jagdbomber natürlich gar nicht so schlecht. Wobei ihr auch da gegebenenfalls auch einfach Paratrooper bauen könnt, wenn ihr in der Defensive seid. Also ja, Bodentruppen bei Großbritannien sind so eine Sache. Der Matilda ist ein Witz, der macht gar keinen Schaden, hat aber Panzerungsstufe 4. Es macht keinen Sinn mit Großbritannien eine Panzerbasis zu bauen, nur in den seltensten Fällen, vielleicht wenn man den Gegner überraschen möchte, wenn man irgendwas bauen möchte, was er nicht erwartet. Aber der Matilda ist, wenn man schon die Panzerbasis hat, vielleicht hat man sie erobert, prinzipiell ganz gut, wenn man ihn irgendwo hinstellen möchte, dass er Schaden frisst. Der hat halt doch seine Panzerungsstufe 4, wenn ihr jetzt irgendwie einen Bunker stürmen müsst oder so, wenn ihr über irgendeine Brücke rüber müsst, da kann man ihn vielleicht verwenden. 39 ist es nicht schlecht und ist auch einer der Gründe, warum der Bisspanzer so stark ist. Aber, ja, Großbritannien ist nicht wirklich gut darin, Bodentruppen zu bauen. Auch die Luftabwehr nicht sonderlich gut. Natürlich bleibt es dann bei der Luftwaffe. Und da gibt es ein paar Sachen, die ein bisschen unterschätzt sind. Und die schauen wir im Laufe des Gefechts an. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was ist denn passiert. Also, Großbritannien, Standard-Move inzwischen, Außenposten bauen. Das ist so die beste Art, um für Aufklärung zu sorgen. Die Dinger sind zwar ziemlich schnell kaputt. Ein einziger Jagdbomber reicht übrigens aus, um die auszuschalten. Nur so als Tipp, falls jemand Großbritannien baut. Aber meistens reichen die wirklich aus, um so ein bisschen Aufklärung zu bekommen. Die greift auch selten jemand an. Wenn sie angegriffen werden, durch Artillerie zum Beispiel, sind sie ziemlich schnell tot. Aber ja, man kann sie eigentlich bauen. Man hat auch nicht wirklich großartig viel andere Auswahl. Man hat ansonsten natürlich noch seinen Panzeraufklärer. Der kostet aber $30 und der lohnt sich halt wirklich quasi gar nicht. Was ansonsten noch geht, ist natürlich Luftaufklärung. Die muss man auch nicht erforschen, habe ich extra nachgeschaut. Aber ist natürlich trotzdem ein bisschen, naja, gut. Hier sehen wir jetzt einen Vorteil des Jagdbombers der Deutschen, Stukas, gegenüber den Hurricanes. Dem kann man nämlich nicht ausweichen. Das werdet ihr jetzt hier sehen.
die KVM-13, also selbst wenn er jetzt versuchen würde auszuweichen, irgendwie mit Blitz sich in alle Richtungen bewegt, ein Schuss und normalerweise auch ein Treffer. Das ist jetzt merkwürdig. Ah, da kommt die Bombe geflogen. Okay. Vergesst alles, was ich gesagt habe. man kann der Stuka ausweichen, aber nur unter der Bedingung, dass man zwischendurch die Sicht verliert. Das war wahrscheinlich der Fall, hat die Sicht verloren, hat die Sicht hier wiederbekommen und da kommt die Bombe raus. Das ist so ein Bug bei Stukas. Wir können uns jetzt mal anschauen, wie viel Schaden so eine Stuka macht im Vergleich zu einem Jagdbomber. Da nehmen wir jetzt mal einen Panzerungsstufe 2. Dann haben wir hier eben 88 durch die schwere Fliegerbombe. Und bei dem Hurricane haben wir 55. Also tatsächlich macht der Hurricane weniger Schaden als die Stuka. Da, um das vielleicht mal direkt zu vergleichen, der Hurricane ist dahingehend nicht so gut wie eine Stuka. Prinzipiell würde ich erstmal so per se sagen, wir können mal noch den Luftkampf vergleichen, 20, Preis 20, 450 km/h. Ein bisschen schneller, ein bisschen teurer und besiegt die Stuka im Luftkampf. Ziemlich eindeutig sogar. Aber ansonsten wird es besiegt sogar fast die Messerschmitt. Na gut, also die Hurricane kann so ein bisschen was im Luftkampf, so mehr als ein Jagdbomber vielleicht müsste. Prinzipiell aber kann sie sich wehren gegen manche Flugzeuge. Aber macht halt viel weniger Schaden und vor allem das bisschen Schaden weniger, der notwendig wäre, um einen klassischen Panzerungsstufe 2 Panzer, der eben 39 primär gebaut wird, auszuschalten. Hier sehen wir jetzt übrigens Paratrooper im Einsatz. 80-80 seht ihr hier gegen die, gegen Infanterieaufklärer. Natürlich gar keine Chance. Und hier haben wir nur Infanterieaufklärer. Interessant. Ansonsten haben wir Panzerabwehrwaffen, schwere Granaten, wodurch, ja, die schweren Granaten werden primär drauf geworfen. Da verstehe ich jetzt nicht, warum die Einheit sich aus dem Wald raus bewegt. Das ist jetzt natürlich, ist der Infanterieaufklärer hier keine Gefahr. Aber ich meine jetzt überhaupt, man hätte auch in dem Wald stehen bleiben können. Haben auch keinen Überfallangriff abbekommen oder so. Generell wäre man ein bisschen sicherer. Aber gut, auf jeden Fall so viel zum Micromanagement. Hat ja am Ende doch geklappt. Aber ihr seht hier von Eike sehr schön eingesetzt, eben die Paratrooper. Und ich habe jetzt schon eine kleine Schwäche, die ich persönlich auch als ein bisschen schwierig empfinde, angedeutet, die Hurricanes. Also ich bin tatsächlich kein großer Freund von denen. Ich baue sie zwar immer, weil sie ganz nett sind durch die erhöhte Geschwindigkeit, um mal kurz einen Pionier oder so abzufangen und weil sie nicht diesen Anflugsweg haben, den Stukas haben, also die werfen und hauen ab. Ist ganz angenehm. Aber ansonsten, ja, finde ich es ein bisschen schwierig, vor allem wenn man einfach fast für alles zwei davon braucht. Aber gut, jetzt kommen wir zu den Spitfire. Die muss man leider für 50 Dollar erforschen, haben aber mit 41 einen verdammt hohen Wert. Also sind damit deutlich besser als die Messerschmitt. Viel besser und auch noch günstiger. Das heißt, man muss einmal Geld ausgeben, aber danach hat man mit Großbritannien quasi die Luftüberlegenheit sicher. Und das ist der Punkt. Man hat mit Großbritannien übrigens auch nicht so gute Luftabwehr, die kostet 15 Dollar und so weiter und so fort. Aber was ihr als Brite macht, ist die Luftüberlegenheit sichern. Ihr könnt immer noch, dann wenn ihr einen Deutschen habt, das ist gar nicht mal so schlecht. Also Großbritannien und Deutschland ist eine übel nice Kombination. Weil ich glaube, die Deutschen müssen die falschen Jäger erforschen. Wobei bin ich mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist relativ angenehm, wenn der Brite Spitfire baut und der Deutsche 39 Stukas, weil der Deutsche ist jetzt 39 auch nicht so stark. Übrigens, das seht ihr hier. Selbst so ein... Genau, da wurde gerade eben der Bombe ausgewichen. Deswegen steht der Caro Veloce noch. Das ist halt sehr ärgerlich, sowas. Aber die Kombination Spitfire und Stukas sind halt wirklich, das ist so stark. Also dagegen kann man kaum was machen. Generell finde ich, dass die deutsche Luftwaffe ziemlich unterschätzt ist. Wobei, wenn ich mir die Werte so ein bisschen anschaue, sehe ich, dass die Messerschmitt nicht so stark ist. Das könnte so ein Nachteil sein. Aber wenn der Deutsche mal Luftüberlegenheit hat, ist das sehr gefährlich. Der Brite wiederum ist gut darin, Luftüberlegenheit zu bekommen. Dann kann er aber am Anfang gar nicht so viel damit anfangen. Wobei da jetzt eine Sache dazu kommt, die Evolution zum Beispiel sehr, sehr gerne macht und die ich zu selten sehe und auch irgendwie ein bisschen Angst habe, es anzusprechen, weil ich will nicht, dass es gegen mich verwendet wird. Aber nehmt das Geld in die Hand, wenn ihr ohne Zeitlimit spielt oder mit einem sehr hohen Zeitlimit, sodass eben die 1939er Phase sehr lange dauert. Nehmt das Geld in die Hand und erforscht den mittleren Bomber. Der mittlere Bomber der Briten reicht aus, glaube ich, bin mir ziemlich sicher, um ein Nachschubdepot zu vernichten. Und mehr braucht ihr nicht. Da ist es vielleicht sogar besser, wenn ihr so einen mittleren Bomber habt, der ein bisschen weniger kostet, schneller ist und so weiter, wie ein schwerer Bomber.
ihr könnt wirklich mit Großbritannien am Anfang die Luftüberlegenheit euch holen, relativ einfach. Und dann könnt ihr mit einem Bomber alles kaputt bomben, was ihr findet. Also ihr werdet 39 keinen besseren Bomber wahrscheinlich finden. Und das ist so eine geheime Stärke, also nicht wirklich geheim, so ich meine, jeder sieht es ja ständig, aber man sieht es relativ selten im Einsatz. Das ist wirklich so eine Stärke von Großbritannien, die ich jetzt vielleicht in Zukunft, wenn ich das Land spiele, auch wieder öfters nutzen werde, weil ich habe, während ich mir die Stats von Großbritannien angeschaut habe, bemerkt, ah ja, den Wellington, den kenne ich irgendwoher. Ich kenne auch ein paar Leute, die den sehr, sehr gern benutzen und der war auch relativ effizient, aber man sieht ihn so selten. Also damit kann man den Gegner wirklich, wirklich wehtun. Und vor allem halt auch schon 1939, weil meistens wird einem ja keiner den Luftraum streitig machen. So gegen Spitfire kann keiner irgendwas anrichten 1939. Und ich meine, die Zeros gibt es auch noch, aber die sind deutlich schlechter. Die muss man zwar nicht erforschen, aber ja, am besten baut man relativ viele Spitfire. Und dann kann man mit Wellington richtig viel Spaß haben, weil man ja auch zu Beginn in Kombination mit dem Luftaufklärer, den man ja wie erwähnt nicht erforschen muss, auch einfach Wälder säubern kann. Also der Feind kann doch gar nicht so viel Luftabwehr haben. Könnt ihr einfach mit Bombern reingehen. Das ist meistens effizienter, als mit Jagdbombern zu warten, bis der Feind sich irgendwo raustraut. Weil, das ist nämlich auch der Punkt, niemand greift den Briten an. Das ist so, außer man pusht wirklich mit KRM 13 in die Basis rein. Aber im Regelfall, entweder muss man direkt zu Beginn vorstoßen, aber man bewegt sich selten mit schwerem Geschütz wirklich Richtung Großbritannien. Das ist so, was das sollte man nicht machen, weil die Jagdbomber dann am Ende zwar nicht so viel Schaden anrichten, aber man muss sie eben nicht erforschen und so weiter, sind recht schnell. Die können dann schon sehr viel Schaden anrichten, sobald man sich aus seiner eigenen Luftabwehr herausbewegt. Das kommt natürlich auch immer auf die Situation an. Wir werden Italien mit Blitz, klar, kein Problem. Aber wenn man sich aufgebaut hat, sollte man gegen Großbritannien optimalerweise in dem eigenen Luftabwehrbereich bleiben. Man sollte wirklich alles zuklatschen. Vor allem, wenn der Gegner anfängt, mit mittleren Bombern zu kommen. Die sind vor allem nicht deswegen so gefährlich, weil man die auf so richtige Kamikaze-Flüge schicken kann. Wenn der Dinger halt abgeschossen wird, der Wellington, nachdem man ein Nachschubdepot zerstört hat, dann hat sich das gelohnt. Und das ist gefährlich. Wenn der Feind mal nichts mehr zu verlieren hat, dann wird's problematisch. Also gegen Großbritannien muss man sich auf jeden Fall so eindecken, dass die Bomber nicht durchkommen. Und man muss auch irgendwie geschützt sein gegen die feindliche Luftwaffe. Wobei das meistens schon funktioniert mit eigener Luftwaffe. Ich sage immer wieder, die beste Luftabwehr ist effektiv Luftwaffe. Weil auch das effektivste Mittel gegen Luftabwehr Luftwaffe ist. Das ist noch ein bisschen bitter. Aber baut Luftabwehr ein bisschen. Und zwar so viel, dass eure Luftwaffe quasi gegen die feindliche Luftwaffe in eurer Basis gewinnt. Also der Deutsche hat jetzt das Problem, dass seine Messerschmitt nicht so gut ist wie eine Spitfire. Hat er jetzt aber 2-3 Einheiten Luftabwehr da, dann gewinnt er wiederum dagegen. Und das ist eben so ein wichtiger Aspekt. Es kommt jetzt natürlich auch mal ein bisschen auf die Nation an. So mit Frankreich würde ich sogar sagen, schwierig. Da hat man es ja nicht so ganz mit der Luftwaffe. Da könnte man sich tatsächlich überlegen, ob man mit Bisspanzern trotzdem auf den Briten zugeht, weil es unglaublich viele Hurricanes benötigt, um so einen Bisspanzer auszuschalten. Und da müsste man etwas tun, was die Leute sehr ungern machen. Man müsste einiges an Luftabwehr nehmen und mitschicken und dann halt manuell steuern, also wirklich markieren und damit eh stehen lassen, sodass wenn die feindliche Luftwaffe kommt, dass sie drauf schießt. Funktioniert aber auf Dauer auch nicht. Ist natürlich so eine Sache im 101. Ich guck mal, dass ich in Zukunft wieder ein paar mehr Replays kommentiere, in denen man zu zweit oder zu dritt in einem Team spielt. Da ist es dann deutlich einfacher, weil die meisten Regeln, die ich so in all den Jahren aufgestellt habe, die gelten halt nur für Teamspiele. So, da sehen wir hier, die Bombe macht Schaden gegen ein HQ 75 und ein HQ hat Leben. Kann man das so ausrechnen? Das wäre mal wirklich interessant. 750, dann bräuchte man eigentlich 10 Stück, oder? Nee, so kann das nicht funktionieren. Müsste dann also wahrscheinlich irgendwie... Gibt es ja meistens noch so einen Zeitmultiplikator. Naja. Auf jeden Fall, wenn es jemand weiß, kann man es gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich meine zu behaupten, dass wir auf keinen Fall 10 Hurricanes brauchen. Aber ihr seht auch, so kann man die Luftwaffe natürlich ebenfalls verwenden, wenn ihr jetzt die Hurricanes habt. Greift feindliche Bunker an, greift feindliche, Einheiten an, die irgendwo rumsteht, versucht die Luftabwehr im Aufbau schon zu hindern, dass sie groß genug wird, dass sie euch was anhaben kann.
und habt eure Luftwaffe quasi immer im Einsatz. Euch kann kaum einer was, weil eben die Spitfire so unglaublich stark sind gegen die feindliche Luftwaffe. Das sind so die wichtigsten Tipps für Großbritannien. Baut im Zweifelsfall auch direkt zwei Flugfelder zu Beginn. Das ist sowieso zu empfehlen. Ihr braucht das zweite früher oder später eh. Wenn ihr aggressiv spielen wollt, als Großbritannien lohnt es sich meiner Meinung nach nicht unbedingt auf Zeit zu spielen. Also man sollte so 42, da hat man dann auch dann wirklich ein paar bessere Einheiten. Vor allem seinen schweren Bomber, da muss man nämlich den Wellington nicht erforschen und alles. Aber man hat, glaube ich, immer noch den Hurricane. Ja, das ist halt ein bisschen ärgerlich. Also 42 wird es eigentlich nicht mal so viel besser. Tatsächlich werden auch die feindlichen Flieger besser, erreichen, glaube ich, immer noch nicht die Spitfire, aber kommen halt nahe ran. Das heißt, Großbritannien hat eigentlich 1939 schon ganz gute Karten. Man bekommt bessere Infanterie, aber die bringt einem auch nicht viel. Man bekommt einen besseren mittleren Panzer, aber der ist immer noch schlecht. Man bekommt schlechtere Artillerie, meiner Meinung nach. Man bekommt tatsächlich, warte, nee, das kommt erst 45, oder? Ja, man bekommt erst 45 einen besseren Aufklärer, der hat dann Panzerungsstufe 2. Also Großbritannien, da sollte man wirklich gucken, dass die Luftüberlegenheit gesichert ist und dass man so viel Schaden wie möglich angerichtet hat, wenn es dann soweit ist. Aber gut, schauen wir uns mal an, was sonst auf dem Feld passiert. Wir haben hier Bisspanzer und um jetzt nicht nur über Großbritannien zu reden. Oh Gott. Soll ich was dazu sagen? Naja, auf jeden Fall, Bisspanzer sind nice. Die kosten nämlich nur $20 und haben viel Leben. Also die sind wirklich übel, wenn man sie in großer Stückzahl bauen kann und man kann nicht so viel dagegen machen. Ich meine, die machen auch nicht so viel Schaden, aber man kriegt sie halt auch nicht tot. Das sind de facto fahrende Bunker. Wenn die mal irgendwo stehen, dann stehen die da halt. Jetzt gegen den Tiger sieht es natürlich anders aus. Das können wir uns mal wirklich den Vergleich anschauen. Also die Reichweite ist schon mal eine Katastrophe. So 500 gegen 300 Meter. Haben wir in vielen Replays gesehen, was das bedeutet. Also keine Chance für den Bisspanzer. Dann 24 km/h gegen 27 km/h sind sogar langsamer als der Tiger in Kombination mit Nachteile bei der Reichweite. Das ist natürlich richtig bitter. Schauen wir mal, gegen Panzerungsstufe 4 machen die Schaden 8 und hier 20. Jetzt könnte man meinen, okay, das ist ja deutlich mehr, aber tatsächlich kostet der bisher auch nur die Hälfte. Das heißt, im absoluten 101, wenn wir jetzt mal Reichweite außen vor lassen, und das ist wirklich schwierig, weil Reichweite kann einen gigantischen Unterschied machen oder gar keinen, je nachdem, wie man spielt, ist der Bisspanzer gar nicht mal so schlecht gegen den Tiger. Ich meine, 21 mit beidem zusammen. Hier 10 mit beidem zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Biss mit beidem gleichzeitig schießen kann. Aber, ja, also prinzipiell, auch gegen Infanterie ist der Biss tatsächlich effizienter, wenn man eben zwei davon bauen kann. Reichweite ist dieselbe. Also lassen wir mal jeden Micromanagement-Aspekt weg. Da könnt ihr, wenn der Feind mit Tigern kommt, wenn der Feind sich blöd anstellt und die Tiger nicht richtig nutzt, prinzipiell, und die Aussage tut mir jetzt selber ein bisschen weh, gegen die Tiger schon anspammen. So, ihr seid ein bisschen im Nachteil, aber ein bisschen. Also wir reden hier von Dimensionen, wo man sagen kann, okay, wenn ihr jetzt ein paar Prozent mehr habt, so der Gegner hat 10 und ihr habt, also der Gegner hat 5 und ihr habt dann anstatt 10 halt 12, 13, könnte das funktionieren. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu Micron und alles, aber kann man schon machen. Und warum man als Frankreich hier irgendwie diese schwere Artillerie baut, habe ich noch nie verstanden. Also ist, ja, davon braucht man so viele, die sind so teuer, baut man lieber 10 Biss von und fährt damit in die feindliche Basis. Egal, was der Feind hat, wenn ihr 10 Biss reinschickt, hat der kein schönes Leben. Und vor allem ab 42 hat man ja die Saus. So, die Saus sind tatsächlich mal Einheiten, Artillerieeinheiten, die ganz gut sind. Also die Kunst der Franzosen ist es ja tatsächlich, den Stellungskrieg zu führen. Man bunkert sich ein, das kann man sehr gut. Und man kann dafür sorgen, dass die Feinde sich eben nicht einbunkern. Das kann man auch sehr gut mit den Saupanzern. Das ist natürlich so ein bisschen ein Vorteil. So, und die Franzosen haben übrigens 39 schon einen Aufklärer mit Panzerungsstufe 1 und allem. Kostet nur $20. Also die Franzosen sind dahingehend gar nicht so schlecht, aber darauf gehe ich wahrscheinlich in einem anderen Video nochmal extra ein. Hier sehen wir jetzt die leichte Artillerie, die ist dann wiederum deutlich effizienter. 800 Meter Reichweite ist natürlich nicht viel, aber ihr seht, was für eine Präzision die haben. Und die zerstören halt so eine 8-8 deutlich schneller als die große Artillerie und kosten $10. Wisst ihr, wie viele ihr von denen spammen könnt? Ihr könnt die quasi überall hinstellen. Ihr könnt immer auf 800 Meter dem Gegner richtig Stress machen. Und zwar richtig Stress. Ihr könnt ihn nämlich in so einer großen Anzahl bauen, dass eine Salve ausreicht, dass alles kaputt geht.
Das ist viel geiler, wie so ein riesen Artilleriegeschütz, das zwar überall hinschießen kann. Und ja, jeder kennt die Momente, wenn man dann irgendwie das feindliche Flugfeld zerstört. Aber ganz im Ernst, wie oft passiert das? Und welchen Impact hat es? Welchen Impact hat es, wenn ich das feindliche Flugfeld zerstöre, wenn wir hier irgendwie einen Panzerkampf haben? Es ist klar, es gibt Punkte und so. Das ist natürlich schon übel für den Feind, wenn es passiert. Aber so einen Bunker aus dem Weg zu räumen, das hat ganz andere Ausmaße an Auswirkungen. Das sieht übrigens zu wenig Luftabwehr. Kann nur einmal Stuka abgeschossen werden. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber man macht sie auch richtig. Stukas brauchen immer Fanatismus. Es gibt nichts Ärgerlicheres, wenn eine Stuka im Sturzflug ist und ihre Bombe nicht abwirft. Das solltet ihr bei Möglichkeiten vermeiden. Boah, hier ist jetzt natürlich so ein Punkt, der ist richtig unschön, weil die Tiger 500 Meter Reichweite haben. Das ist ein Riesenfehler, dann diese Packs noch irgendwie zu bewegen. Ihr verliert. Bis ihr in Reichweite seid, also bis ihr auf den Feind schießen könnt, schießt der Feind auch auf euch. Und so eine Pack überlebt nicht sehr viel Schüsse von einem Tiger. Das ist der Punkt, wo ich dann sage, da ist der Tiger natürlich viel, viel besser. Weil er eben diese 500 Meter Reichweite hat, schon 1942. Und diese Panzerungsstufe 4 und so, das ist halt ein Monster. So, das ist so diesen Aufpreis halt absolut wert. Weil 500 Meter Reichweite ist nicht zu unterschätzen, was das anrichten kann. Wenn man, vor allem wenn man auch ein bisschen darauf achtet, ist der Tiger einfach unglaublich gut darin, alles aus dem Weg zu räumen. Und das Einzige, was man dem Tiger irgendwie in den Weg stellen kann, wäre Panzerabwehr. Und die ist nur gefährlich, wenn der Feind keine Sicht hat. Das heißt, wenn man irgendwie Panzerabwehr irgendwo hinbaut und der Deutsche kriegt aus irgendwelchen Gründen Sicht in den Wald, kann er da auf jeden Fall, da reicht einmal eine Salve von egal was rein, Jagdflieger, Jagdbombe, Artillerie oder auch nichts. Zum Beispiel nur ein Fake-Panzer, den er vorschickt. Dann schießen die ganzen Panzerabwehreinheiten auf diesen einen Fake-Panzer und bis sie nachgeladen haben, kommen die richtigen Panzer und haben sie zerlegt, weil sie eben dieselbe Reichweite haben. Und dann in Kombination noch mit den deutschen 8-8, die dann noch höhere Reichweite haben und so, boah, das ist natürlich, das ist übel. Aber gut. Hier sehen wir einmal das gesamte Repertoire Großbritanniens. Einen schlechten mittleren Panzer, immerhin 43 km/h, macht Schaden gegen Panzerungsstufe 4, 8. Ist das auf Bissniveau? Ja gut, aber ist ja auch quasi nur ein mittlerer Panzer. Immerhin 43 km/h, das ist ganz okay. Also ich meine, der Panzer muss in einem totalen Krieg nicht erforschen. Er hat prinzipiell sowas wie eine Daseinsberechtigung. Wir können ihn mal vergleichen mit einem, oh Gott, KOM-15, das ist ein M-13. Da haben wir 12. Ja. 12. Prinzipiell. Aber ist halt teurer. Gegen den KOM-13 können wir mal schauen. Der hat hier 6. Also, wenn der Feind noch nicht angefangen hat, KOM-15 zu bauen, aus irgendwelchen Gründen noch mit KOM-13 rumfährt, kann man den schon gegenbauen. Falls der Feind irgendwie mit Infanterie kommt, dann kann man ihn irgendwo hinstellen. Also wenn man eine Panzerbasis erobert hat, kann man vielleicht mal ein, zwei irgendwo hinstellen, dass man irgendwie Bodentruppen hat. Ich würde es nicht tun. Also die britischen Panzer habe ich auch schon gemacht. Wenn der Feind wirklich nur Luftabwehr baut, nichts anderes, auf gar nichts vorbereitet ist, keine Bodentruppen hat, dann könnt ihr mit den Cornwalls auf jeden Fall ganz gut auf den Wald zu rasen, wo nur Infanterie und Luftabwehr drin steht und könnt alles kaputt machen. Das funktioniert, klar, das geht. Aber ansonsten schwierig. Archer macht Schaden gegen Panzerungsstufe 4. So viel wie ein, ja, nicht mal wie ein Tiger. Aber kostet auch nur die Hälfte, oder? Ah, sogar weniger. Okay, der Archer wiederum ist ein ganz gutes Fahrzeug. Ah, wobei 400 Meter Reichweite. Das verfehlt und hat schon wieder ein bisschen den Anwendungsbereich. Der geht nämlich ziemlich schnell kaputt und kann halt in der Fahrt nicht schießen. Kommt aufs Micromanagement an. Ich glaube, mit dem Archer, da muss man sich ein bisschen anstrengen. Der Tiger ist nämlich so ein bisschen noobig. So, den kann man einfach, einen Tiger schickt man rein und der räumt sich selber seinen Weg frei. Der Archer macht das wiederum nicht so gut, aber wenn ihr den irgendwie so einsetzt, dass die fehlende Reichweite nicht zum Problem wird und man wirklich einen Schuss abgeben kann, dann ist er ganz gut, weil er eben nur 10 Dollar kostet. Aber muss schon wissen, was er tut. Also ist jetzt auch nicht der geilste Panzer, aber immerhin. So. Ja gut, hier haben wir natürlich den Lancaster, so der zerlegt halt quasi alles, außer vielleicht eine HQ. Und was kann Großbritannien jetzt machen? Wir können uns ja mal ein bisschen das Schlachtfeld anschauen. Ich habe jetzt relativ wenig dazu erzählt. Da hat der Deutsche, weil er eben 42 diesen riesen Vorteil hat, den Franzosen überrannt. Der Franzose hätte bis 42 auf jeden Fall mehr agieren müssen. Oh, da sehen wir noch ein paar französisch optimierte Flieger. 31. Das ist immer noch sehr schlecht, oder? Ja, das ist nur so gut wie eine Messerschmitt. Ja, also ihr seht, auch hier hat Großbritannien noch einen ziemlichen Vorteil.
Aber ja. So, Tiger können natürlich auch einen Maginot-Bunker locker platt machen. So, der Maginot-Bunker hat auch 500 Meter Reichweite. Das heißt, sobald der Maginot auf dich schießen kann, kannst du auch zurückschießen. Das ist natürlich sehr nice. Hat er zufälligerweise Kubis gebaut? Die hätte ich jetzt ganz gern gesehen, aber nein. Das heißt, Deutschland 42 natürlich ziemlich stark, aber Frankreich jetzt auch nicht schwach. Man muss nur wissen, wie. Wobei, ja, Tiger sind natürlich schwierig aufzuhalten. Wobei da wiederum dann die Hurricanes ganz okay sind. So, die machen gegen Panzerungsstufe 4 noch Schaden. 75, wenn ich das richtig interpretiere. Man braucht... jetzt müsste ich mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, man braucht 5 Jagdbomber ungefähr für einen Tiger. Und ich glaube, das kommt auch hin von den Erfahrungswerten. Da mache ich mal noch ein Video zu, wie man die Werte zu interpretieren hat. Das ist natürlich nicht geil, aber prinzipiell... Oh, da verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ah, okay, so rein auf die Art, wenn ich es nicht haben kann, darfst du es auch nicht haben. Okay, ergibt Sinn. Dass man da jetzt noch das HQ kaputt macht. Kann man machen. Hat auf jeden Fall seinem Gegner hier geschadet. Aber ja, die Hurricanes, man kann ja nicht so viele Tiger bauen. Und wenn so Tiger mit ihren 27 km/h auf einen Zug rollen, also angenommen, die würden jetzt sich auf den Weg machen hierher, da kann man mit Hurricanes Tiger schon ganz gut ausschalten. Das funktioniert. Vor allem, weil Tiger ja auch erst im mittleren Spielverlauf dann irgendwann mal erscheinen. Dementsprechend ist es ganz gut. Aber es ist quasi wie mit der Luftabwehr und der Luftwaffe. Die Hurricanes funktionieren dann gut, wenn sie als Support eingesetzt werden. Generell muss man zu Großbritannien sagen, weswegen ich so ungern spiele, ist halt, oder halt, wenn ich alleine bin natürlich, ist halt wirklich die absolute Support-Nation. Man kann für Luftüberlegenheit sorgen. Man kann dafür sorgen, dass die verbündeten Angriffe gut durchkommen. Man kann bei einem Panzerkampf relativ einfach mit den Hurricanes, weil die gehen rein, raus und überleben es halt meistens. Das bedeutet, man kann die schnell wieder einsetzen und so. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, warum man hier nicht weiter vorrückt. Auf jeden Fall, man kann mit Großbritannien sehr gut unterstützen, Luftdeckung geben, Panzerkampf unterstützen und so weiter und so fort, Aufklärung geben. Aber alleine ist halt schwierig. So, jetzt können wir ja mal nachzählen. 1, 2, 3. Ja, das kommt gut hin, weil nach 3 flieht er und Einheiten fliehen nach der Hälfte. Es kann natürlich auch sein, man braucht 4. Aber zwischen 4 und 5, das ist schon mal ja, eine Ansage. Das bedeutet, man braucht ein komplettes Flugfeld voll mit Jagdbombern für 2 Tiger. Das geht aber eigentlich. So, das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass man da die KM-13 so auf Distanz hält. Das überlebt man natürlich nicht lange. Und tschüss, Bernhard. Ah, er hat es tatsächlich überlebt, weil er wahrscheinlich im Wald steht. Ansonsten Stufe 1 und 400 Leben. Ja, okay. Der Tiger macht 400 Schaden, also das funktioniert ungefähr so. Er schießt alle 4 Sekunden und pro Sekunde macht er 100 Schaden. Das ist so ungefähr zu lesen. Und die Einheiten haben quasi hier ihren Widerstand von 400. Und im Wald ist der, soweit ich weiß, ich glaube, verdoppelt. Dementsprechend müsste der Tiger den Panhard eigentlich mit einem Schuss zerstören und im Wald dann eben mit spätestens 2. Kann auch sein, dass man bald nur 50% mehr hat, bin mir gerade nicht sicher, aber es käme wahrscheinlich auch ganz gut hin. Ich würde manchmal viel Geld dafür zahlen, den Quellcode von Rouge auslesen zu können. Genau, falls mal jemand sich da detailliert reingearbeitet hat, auch in Form von Mods und so, gerne in die Kommentare. Das sammle ich alles für zukünftige Videos. So, der Deutsche hat jetzt das Problem, er sitzt auf einem Haufen Tiger und ihm fehlt es aber an allem, vor allem an der Basis. Das ist halt natürlich sehr ärgerlich. Und dahingehend hat er da jetzt echt ein Problem. War das schon immer eine französische Basis hier drüben? Nee, weil das ist eine deutsche Panzerbasis. Seht ihr übrigens, wenn ihr rübergeht, auch hier. Ja, der Franzose hat sich quasi vom Deutschen die Panzerbasis zurückerobert. Krass. Und jetzt hat der Franzose die Basis wieder und der Deutsche halt nichts. Na gut, aber kommen wir mal aufs Spiel so ein bisschen zurück. Also wir haben Großbritannien mit einer starken Luftwaffe, hat bis jetzt auch noch keiner wirklich angegriffen. So, das ist halt die Sache, ihr müsst Großbritannien sofort rausnehmen. Oder halt warten bis 45, weil dann ändert sich das Ganze mit Nationen, die im Late Game wirklich gut sind. Aber die einzige Nation, die im Late Game wirklich gut ist, hat kein Hauptquartier mehr. Italien, naja, Frankreich, naja. Also die französischen Monsterpanzer haben zwar Luftabwehr, aber die Briten bekommen 45 halt auch ihre besseren Jagdbomber, die Typhoons, mit denen sieht die Welt halt auch nochmal ganz anders aus. Ja. Oh, jede Menge Cromwells. Wobei, mit denen kann man natürlich auch einen Bunker stürmen, aber ich frage mich dann, warum sollte man das verwenden und nicht irgendwelche, ja, Luftwaffeneinheiten. Aber gut, können wir ja schnell mal ein bisschen vorspulen. Hier sehen wir jetzt, was Tigerpanzer machen, wenn sie Reichweite haben und KM-15 nicht. Das ist halt relativ, ja, übel. Also, wenn ihr Reichweiten nachhabt, man kann es nicht oft genug betonen, wie unglaublich fatal es ist, wenn der Feind auf euch schießen kann, aber ihr nicht auf den Feind. Da bringt euch alles nichts.
Gut. So ein Lancaster ist dann 540 km/h. Das ist tatsächlich so viel wie ein Hurricane. Also so langsam ist der gar nicht. Da müsst ihr natürlich immer aufpassen, dass die irgendwie abschießt. Aber ich finde den tatsächlich dahingehend halt schwieriger, weil er. Oh, der ist sogar 24. Das heißt, der könnte den einen oder anderen Jagdflieger abschießen. Vor allem Jagdbomber. Aber so ein Wellington zerstört halt auch nur ein Nachschubdepot mit einem Anflug. Aber ist eben ein bisschen teurer. Da lohnt sich's nicht mehr so ganz, der Trade-off. Aber ist natürlich immer noch ein gutes Fahrzeug, natürlich. Ja, hier sehen wir jetzt die Hurricanes. Zwei Stück zerstören natürlich nach wie vor immer noch ein Karo M15. Auch sehr schön gemacht von Eike hier, dass er quasi da vorne angegriffen hat. Der Feind ist da jetzt abgelenkt, auch mit den Cromwells. Das ist vielleicht so eine Strategie, die kann man prinzipiell fahren, dass man eben sagt, okay, man greift irgendwie mit den Panzern da an und lenkt dann davon ab, dass man jetzt mit den Bombern hier einmal das HQ zerstört. Das ist natürlich eine Option, kann man machen. Ich persönlich bin ja gar nicht der Freund von diesen, ich bombe dem Feind das HQ weg Strategien. Ich meine, es ist natürlich mehr oder weniger ein legitimes Mittel. So ein bisschen wie Fallschirmjäger in die Basis, was ich wiederum sehr gerne mache. Aber ich versuche, habe damit auch gute Erfahrungen gemacht, immer mehr so kleine taktische Schläge zu machen, die ich auch im Griff habe. Also die, wenn ich quasi die Kontrolle über das Schlachtfeld habe, mir irgendwie mit Kleinigkeiten versuche ich dann, mich in eine bessere Situation zu bekommen. Indem ich zum Beispiel ein Nachschubdepot mehr habe oder indem ich strategisch wichtigen Punkt erobert habe. Dafür benutze ich dann eher so Suizidangriffe manchmal. Dann bleibt es nämlich kalkulierbar. Ich kann Druck auf den Feind ausüben, zum Beispiel wegen einer besseren Position. Ich weiß, was der Feind macht, beziehungsweise zwinge den Feind dazu, gewisse Dinge zu tun, die mir auf Dauer gefallen. Und lauter so Sachen. Weil ich schicke Bomber in die feindliche Basis. Ist halt schwierig, also einfach, es kann halt jeder. Aber uns geht halt schief oder nicht. Und das ist so eine Sache, wo ich es ein bisschen komisch finde, und selbst wenn es gelingt, habe ich jetzt noch nicht wirklich Kontrolle erlangt. Also er kam jetzt halt effektiv keinen einzigen Meter weiter vor. Vor allem, weil da jetzt so ein UHQ existiert. Das ist so der Punkt. Also ich hätte wahrscheinlich lieber den Bomberangriff hier irgendwo gehabt und hätte dann hier quasi die Luftabwehr weggeräumt, um jetzt mit Jagdbomber die Einheiten auszuschalten, um dann meine eigenen Einheiten vorrücken zu können, um die Nachschubdepots zum Beispiel nachhaltig zu zerstören. Also nicht nur reinzulaufen und die wegzubomben, sondern wirklich meine Panzer da stehen zu haben, sodass da nichts mehr geht. Aber das ist natürlich, kommt auf den Spielstil an. Ich meine, wie erwähnt, dafür benutze ich halt Fallschirmjäger in die feindliche Basis. Das ist auch so ein unkalkuliertes, ja mal gucken, ob es funktioniert. Nur der unterschiedliche Fallschirmjäger, also nicht mehr in die Basis, sondern auf Nachschubdepots, hat halt auch nochmal diesen taktischen Nutzen, dass der Feind sich dahingehend nicht ausbreiten kann oder dass er viele Einheiten reinschicken muss, und vor allem ist der Punkt der, es ist für den Feind halt quasi immer teurer als für mich. Und das wollt ihr haben. Ihr wollt immer Aktionen bringen, die für den Feind teurer sind als für euch. Oh, vielleicht noch eine gute Option, wie man die britischen Bodentruppen, wenn man den möchte, einsetzen kann. Indem man die Cromwells einfach vorschickt und quasi die Archer mehr oder weniger beschützt. Also es jetzt funktioniert halt auch nur gegen andere mittlere Panzer. Aber prinzipiell, ja, geht es schon. Also wenn der Feind jetzt nicht gerade, ja, doch, ja, er sollte am besten unter 400 Meter Reichweite haben, also effektiv wirklich nur gegen mittlere Panzer, könnt ihr ihm die Cromwells vorschicken mit den Archer, dann habt ihr eine ganz okay Kombination, also quasi so ein Panzer 4 für Arme habt ihr dann. So 400 Meter Reichweite mit ein bisschen Wumms und Cromwells für Infanterie, vielleicht sogar ein Panther für Arme, aber soweit würde ich kaum gehen. Aber ja, gibt durchaus schon ein bisschen mehr Sinn. Also generell ist natürlich immer sehr angenehm. Das habt ihr auch schon bei meinem Tiger für Arme. Da habe ich mal ein komplettes Video zu gemacht. Die Kombination aus Stuck und 8-8. Schon gesehen, die Idee ist, und das habe ich neulich übrigens auch im Livestream wieder ganz gut hinbekommen, dass ihr Stucks und 8-8 kombiniert und die Stuck frisst quasi den Schaden und beschützt damit die 8-8, die halt wiederum den Schaden austeilt. Und das ist so eine ganz gute Strategie tatsächlich. So. Es tut mir übrigens leid, falls das Bild ab und zu mal laggt. Rouge ist ein sehr altes Spiel und sehr schwierig aufzunehmen. Ich versuche eigentlich schon die Kamera nicht so viel zu bewegen, aber ich habe gerade eben schon wieder bemerkt, ich hätte nervöse Finger und bin einfach nur unnötig hin und her gefahren. Aber letztes Mal hat es auch keinen gestört, daher sollte das dieses Mal auch der Fall sein. Ach ja, schwere Artillerie. Vielleicht mache ich mal ein extra Video zur Artillerie. Aber das wird richtig unschön werden. Die schlechtesten Artillerieeinheiten. Aber es gab, war nett, dass es ein paar Tipps gab, wie man so eine Tierliste ganz gut erstellen kann. Ich habe da auch schon mich mit jemandem zusammengesetzt, der sich ziemlich gut auskennt. Und da kommt vielleicht in Zukunft was. Ich habe jetzt nur die nächsten Wochen übel viel mit der Uni zu tun. Das wird richtig schlimm. Und muss irgendwann mal auch nochmal Heu machen. Aber ja.
Übrigens eine Korrektur im letzten Video. Es gab kein Agreement, dass man keine Admins baut. Die Spieler hatten einfach kein Geld mehr dafür. Das ist natürlich auch eine Option. So. Jetzt habe ich eigentlich gehofft, dass wir Typhoons zu sehen bekommen, aber hier vorne sehen wir den besseren britischen Aufklärer. Er kostet genau gleich viel, hat aber eine höhere Panzerung. Ist schneller und macht deutlich mehr Schaden. Panzerungsstufe 5, sogar 5. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Wenn man bedenkt, dass das Ding halt in den Wald sich stellen kann. 300 Meter Reichweite, 250. Also der Aufklärer, gibt's den 39 für 30 Dollar, fände ich fair. Dann wäre es okay. Dann wäre es okay, dass er so teuer ist. Panzerungsstufe 2, 300 Meter Reichweite, kann sich sogar, der wird den ein oder anderen leichten mittleren Panzer zerstören, wenn er selber im Wald steht. Aber 45, ich weiß nicht, das ist halt schwierig. Da kommen jetzt halt diese Movente. Diese Movente sind auch sehr nice Fahrzeuge. Ich liebe sie, aber man muss sie halt richtig einsetzen. Im Gegensatz zu den Archern haben die nämlich 500 Meter Reichweite. Aber nur eine Panzerungsstufe 1, wobei das keine Rolle spielt. Wenn wir wirklich in den Panzerkampf gehen von 500 Meter Reichweite, da ist eh so, dass man getroffen wird und tot ist. Ob man Panzerungsstufe 1 oder 2 hat, ist eigentlich egal. Also tatsächlich finde ich den Movente sehr nice, weil eben diese Reichweitenvorteil so extrem ist. Ähnliche Vorteile könnte der britische Panzerzerstörer aber auch haben. Ja, dazu ist er auch nicht so anfällig gegen Artillerie, wenn man die richtig einsetzt. Ja, es kommt wirklich immer drauf an, auch wie der Feind spielt. Wenn der Feind nicht wirklich auf Luftwaffe geht, dann auf Reichweite spielt oder das auch nicht kann, aufgrund fehlender Spielerfahrung oder so, das ist natürlich so ein Archer, dem Semovente vorzuziehen. Ah, verdammt, jetzt wollte ich gerade eben noch kurz die Werte mir anschauen. Jetzt haben wir keinen mehr auf dem Feld. Doch, da drüben. Archer, was macht denn der für Schaden? 12. Macht das 24. Ja, okay, der Semovent ist quasi in allem überlegen. Er kostet doppelt so viel, macht aber auch doppelt so viel Schaden. Das ist natürlich in 4 Sekunden, 3 Sekunden. Und das ist auch nochmal ein Punkt. Der Archer schießt alle 3 Sekunden. Das bedeutet, er macht quasi 36 Schaden beim ersten Schuss. Der Semovente schießt quasi alle 4 Sekunden. Das bedeutet aber auch, dass er mit dem ersten Schuss 4x24 Schaden abgibt. Das ist halt deutlich mehr. Und es kommt halt vor allem auf den ersten Schuss an. Da gehen wir jetzt aber tief ins Detail. So von Schadensberechnung. Aber das ist halt so der Punkt, wo der Archer wichtig ist. Und Panzerabwehr gibt halt oftmals nur einen Schuss ab und dann muss der Feind tot sein. Und das kann der, jetzt komme ich selber durcheinander. Semovente. Kann das sehr gut. Also Kombination aus KRM-15 und Semovente ist eh grandios. Wenn man dann noch irgendwie einen Briten hätte, der mit Spitfire die Luft sichert, so 42. Boah, das ist natürlich dann sehr nice. Wenn man dann noch einen Franzosen hat, der Saus mitschickt, dann weiß ich nicht, was der Feind noch machen will. Dann wird's schwierig, dann wird's wirklich schwierig. Aber gut. Haben wir inzwischen Typhoons auf dem Feld? Nein. Das wurde mir hier nicht gegönnt. Okay, sehen wir Mathildas. Sollen wir mal Mathilda mit einem Panzer, mit einem Tiger vergleichen? Also, Schaden 5. Schaden, was war es? 20 oder so. Genau, 5 gegen 20. Also, der Mathilda macht ein Viertel so viel Schaden, kostet nur die Hälfte, also ist quasi sogar mehr als die Hälfte. Also, sagen wir mal, der Mathilda ist so ein gutes Stück, zwei Drittel schlechter. Plus, die Reichweite ist eine Katastrophe. Oh Mann, da muss man gar nicht erst anfangen. Also, es ist wirklich eine Katastrophe. Der Deutsche hat übrigens in der Zwischenzeit die Basis mal zurückerobert. Wie ihr wahrscheinlich selber gemerkt habt. Und geht da jetzt mehr oder weniger in den All-In. Greift da oben den Franzosen an, während er selber hier unten auseinandergenommen wird. Ja, okay, da kann Ike natürlich mit Paratroopers und Spitfire in Kombination das Ganze locker einnehmen. Ich meine, was würde der Deutsche sonst machen? Er kann ja nichts rausschicken im Sinne von irgendwelchen Bunker bauen oder so. Hätte wahrscheinlich, wir sind 45... Hat der eine Panzerbasis? Ich meine, er hätte mit Infanterie gegenspammen können. Oder mit mittleren Panzern. Boah, das ist natürlich übel. Ike wird hier, er hat noch ein hat ihm das HQ gelassen. Das bedeutet, der Deutsche kann jetzt noch auf Fanatismus gehen. Das ist natürlich krass. So, jetzt müsste er irgendwas machen. Ich hätte tatsächlich an der Stelle, hätte ich einen Stuck vorgeschickt. Dann hätte Stuck quasi diese Movente-Schaden quasi abgenommen. Und dann mit einem Tiger nach.
dann hätten die Tiger quasi alles überlebt. Aber es liegt daran, weil ich eine grundlegende Abneigung gegen gepanzerte Artillerie geht's, aber hier ist ja übel. Hier verstehe ich generell nicht, was der Deutsche macht, warum er so vorsichtig ist. Ich meine, seine Basis ist de facto tot. Er hat größtenteils Sicht. Der Feind hat Terror drauf. Also, da gibt es jetzt nicht viel, warum er sich zurückhalten müsste. Ich meine, diese Momente sind jetzt nicht so gefährlich an der Stelle. Ja, wobei doch, jetzt wären sie gefährlich, weil sie gut eingesetzt sind. Seht ihr den Reichweitenvorteil? Der müsste gemicrot werden. Man müsste quasi manuell sagen, schieß auf diese Momente. Weil die Tiger können auf diese Momente schießen. Sie schießen halt auf die KOM 13 oder 15, weil sie weiter vorne stehen. Und warum auch immer hier diese Momente bewegt wurden, das verstehe ich nicht. Das war wahrscheinlich ein Anfängerfehler. Naja. Auf jeden Fall, hier würde ich sogar wirklich die Tiger dann näher ranbringen. Man hat hier den Kübelwagen und die Aufklärung. Weil man sieht ja, da ist keine Panzerabwehr drin und selbst wenn jetzt wahrscheinlich drauf geschossen ist, ist es leichte Panzerabwehr, die macht eh quasi keinen Schaden. Und dann hätte man nämlich auch noch das MG mit benutzen können. Das wäre deutlich effizienter gewesen. Und dann hätte man quasi durchfahren müssen zum Briten. Das ist so die einzige Option, wie der Deutsche hier noch irgendwas entscheiden kann. Das wurde aber leider an der Stelle nicht gemacht. Immer noch Hurricanes, keine Typhoons. Schade, schade. Es würde mich nämlich interessieren, wie stark die Typhoons tatsächlich sind. Das kann aber gerne jemand in die Kommentare schreiben, falls wir jetzt hier kein mehr zu Gesicht bekommen. Ich habe das tatsächlich heute Mittag mal getestet, aber schon wieder eine Weile her. Ich nehme das Ganze übrigens mal wieder um 23:30 nachts auf, weil es mal angemerkt wurde, dass ich ein bisschen zu unmotiviert wäre. Das liegt immer so ein bisschen an der Uhrzeit. Weil ich jetzt frisch vom Fitnessstudio komme, da geht's eigentlich. Aber gut, jetzt sehen wir hier einen Plop Tiger. Ohne alles, das ist natürlich immer sehr ärgerlich, also die meisten Fahrzeuge sind ohne Fanatismus und so relativ schwach, aber hier geht's eigentlich, ist ein Tiger. Jetzt haben sie nur ein Problem, weil Tiger sind eine dieser Einheiten, die quasi und Typhoon nicht so ganz ihr Potenzial entfachen können, wenn sie keine Unterstützung in Form von Aufklärung haben, weil sie meines Erachtens nach nicht immer eine Sicht auf 500 Meter haben, aber 500 Meter weit schießen könnten. Das ist dann halt sehr bitter. Okay, jetzt nehmen wir den Typhoon. Der macht gegen Panzerung Stufe 4, quasi 4x7, genug Schaden, um einen Tiger nicht mit einem Mal auseinanderzunehmen, aber fast. Also ein Hurricane und ein Typhoon zerlegen das Ganze. Das können wir mal vergleichen. Der Hurricane kostet ein bisschen weniger als die Hälfte, macht aber auch viel weniger Schaden, oder? 26, 71. Ja, also der Typhoon lohnt sich auf jeden Fall. Ist auch nochmal schneller. Das ist natürlich sehr gut. Im Luftkampf kann er sich sogar größtenteils wehren. Und ja, also der Typhoon, der lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, da seht ihr, dass quasi so ein Tiger wirklich ein Problem hat. Hat er die sogar ausgeschalten gerade eben? Das müssen wir mal nochmal beobachten, falls nochmal ein, zwei kommen. Also seht ihr, dass so ein Typhoon deutlich mehr Schaden anrichtet als ein Hurricane. Ja, drei Hurricanes bringen den Tiger gerade so zum Fliehen. Bestätigt meine Theorie, dass wir wahrscheinlich fünf Stück bräuchten. Ja, so ein Typhoon erledigt das da natürlich. Jetzt wird's spannend. Ah, okay, das war jetzt schwierig. Ich glaube, die haben alle ihre Bomben abgeworfen. Also ein Typhoon und zwei Hurricanes erledigen auf jeden Fall einen Tiger. Das ist natürlich strong. Vor allem dadurch, dass Typhoons halt auch noch schneller sind. Also das darf natürlich nicht passieren, dass man dann irgendwie ein Gegner, also wenn man den Briten irgendwie ein Flugfeld voll Typhoons bauen lässt, wenn man dann nicht gerade mit 100 Monsterpanzern kommt, wird es halt natürlich relativ bitter. So, die Panzerartillerie darüber sage ich jetzt einfach mal nichts. $30, so. Kann man quasi fast einen Typhoon für bauen. Da könnt ihr ja mal kurz überlegen, was stärker ist. Kleiner Tipp, so ein Typhoon zerstört einen Stuck der Panzerung Stufe 3 mit einem Anflug. Wir können mal ausrechnen, wie lange so ein Panzerartillerie dafür braucht. Vor allem, was auch noch ein riesen Vorteil ist, wenn ihr Luftwaffe habt, die auf einen Schlag viel Schaden anrichtet. Ja gut, das kann man tatsächlich mit mittleren Panzern rein. Ist, dass der Feind nicht regeneriert. Das ist nämlich sehr ärgerlich manchmal, wenn ihr mit Hurricanes auf den Feind zufliegt. Ihr macht quasi 90% seines Lebens runter und der nächste Jagdbomber würde ihn ausschalten, aber bis der da ist, hat er schon wieder so viel regeneriert, dass er nur noch bei, also dass er wieder bei 30% oder so ist. Und der nächste Jagdbomber macht 20% Schaden, dann sind wir wieder bei 10%. Also genau da, wo wir vorher sind. Und wenn dann eine Minute später der nächste Jagdbomber kommt, geht es immer so weiter. Und das ist eben so eine Sache,
bei dem es eben sehr wichtig ist, dass man entweder genügend Einheiten losschickt oder dass man eine Einheit hat, die viel Schaden auf einmal macht. Also ihr seht, das zieht sich eigentlich durch alle Statistiken in Rouge, sowohl bei den Panzerzerstörer als auch bei der Luftwaffe und so weiter. So. Und da ist es natürlich so eine Sache. Ich glaube, die Hurricanes, die haben noch einen Vorteil, weil die, wenn sie auf leichte Einheiten schießen, haben die nämlich auch noch ihr mittelschweres Kaliber mit 105 und 660 hier. Da weiß ich gar nicht, ob die Typhoons so viel besser sind. Die erkenne ich jetzt gerade. 105. Ja, okay, 1440. Das ist natürlich ein, okay, ist natürlich nochmal was anderes. Können wir aber mal noch kurz schauen. Da haben wir jetzt einen Hurricane. Gegen Infanterie haben wir 135. Ich glaube, da schenken sie sich nicht viel. 150 und 3. Okay, auch ein bisschen besser. Aber gerade da lohnt es sich wahrscheinlich am Ende sogar mehr noch Hurricanes reinzuschicken. Also Typhoons haben ihren riesen Vorteil auf jeden Fall bei gepanzerten Einheiten. Umso gepanzerter, umso besser quasi. Und da haben wir jetzt einen kleinen Sieg durch Vernichtung. Das habe ich in letzter Zeit ziemlich häufig gesehen, dass man quasi weniger Frags hat, aber trotzdem gewinnt. War aber auf jeden Fall spannend. Ich bin jetzt gar nicht so viel aufs Replay quasi eingegangen. Das liegt daran, weil momentan ziemlich viele Leute anfangen mit Rouge und ich deswegen mal so ein paar allgemeine Tipps geben will zu den Nationen, wie man sie spielt, was man so machen sollte, was man vermeiden sollte. Und dann in Zukunft, also nahe Zukunft, ich meine, es gibt ja nicht so viele Nationen, werde ich natürlich wieder drauf eingehen, wie man, also auf das Replay an sich, da wird auch mal wieder ein Replay von Ghost Division oder Evolution oder Breaker oder so kommen, in denen wirklich auf High Level gespielt wird, wo wir uns dann richtig gute Strategien anschauen können oder von Anfängern, wo ich dann eine kleine Analyse mache, was man hätte besser machen können und so weiter. Ich hoffe aber, dass euch das Ganze auch gefällt und vor allem hoffe ich, dass es den Anfängern, die jetzt mit Rouge aufgrund der niedrigen Preise anfangen, irgendwie weiterhilft. Aber gut, dann würde ich sagen, war es mit dem Replay. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.